fünf schnelle Fragen, fünf schnelle Antworten? Du weißt, ich bin kein Schnelldenker, lass mir ein bisschen Zeit. Langer, ich kenne dich ganz anders. Abends. Das Schönste im Leben eines Ex-Profis? Wenn er gesund ins Alter warten kann. Das Geheimnis deiner Haarpracht? Ja, wenn ich das wüsste, meine Mutter fragen, die hat nämlich so ähnliche Haare. Ich befürchte, das ist genetisch bedingt. Oder ich hoffe es, weil mein Vater sieht ganz anders aus. Ja? Da ist nämlich das alles sehr flugs vom Kopf gefallen. Gott sei Dank, toi, 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 danke Mama. Also ein bisschen grau ist auch schon. Ja, nur grau, aber sie sind auch drin, in Gottes Namen, deine ja auch. Die sind nicht grau. Nein, die sind drin, meine ich. Getönt. Ich habe normal dunkel. Du hast ja diesen, der Lewandowski hat ja jetzt sicherlich dich als Vorbild genommen. Ja, genau, ja. Das hängt da im Spind. Gut aus. Grätsche oder Torerfolg? Grätsche. Aber eine schöne natürlich. So eine, wie wir eben gesehen haben. Ja, so mit Todesgrätsche. Ja, richtig, über den nassen Rasen. Der beste Stürmer, den du verteidigen musstest? Oh. Ja, also natürlich gegen dich, Nobby, im Training. Das war ja, da habe ich die größten Pleiten erlebt gegen dich. Ich habe es mir gedacht. Die schönste Erinnerung an deine Zeit in Dortmund? Ja, also ich glaube, die schönste Erinnerung war irgendwie so vom Effekt war mein... im Europapokal hier mein Tor, also jetzt doch Tor vor Grätsche, gegen Rom zu Hause. Das war, glaube ich, das Viertelfinale damals im UEFA-Pokal. Und das haben wir in Rom 1-0 verloren, da habe ich schon richtig gut gespielt. Und dann habe ich hier noch, das, ich glaube, das 1-0 hier geschossen, wenn dann 2-0 gewonnen sind, weitergekommen. Also vom Moment her war das, glaube ich, so das schönste Erlebnis. In diesem wunderschönen Stadion. Ne? Mit den tollen Fans damals. Ja, nee, wirklich, das war... Damals wie heute. Ja, heute auch natürlich. Ja. Ja, da hat sich nichts geändert.